Hallo, liebe Deutschlernende. Ich habe letztens von einem sehr interessanten Konzept gehört, von Tony Robbins. Ja? Und Tony Robbins meint, dass wir unsere Bedürfnisse oder unsere Dränge kontrollieren können. Ja? Wenn ich zum Beispiel kein Zucker mehr zu mir nehmen möchte, ja? Angenommen, ich möchte Gewicht abnehmen, ja, ich möchte abnehmen, ich möchte fitter sein, dann kann ich mir das vornehmen und dann habe ich irgendwann die Versuchung, zum Beispiel Cola zu trinken. Ja, ich sage mir zum Beispiel, hey, alle diese Getränke, die sehr, sehr viel Zucker enthalten, diese Getränke möchte ich nicht mehr trinken. Aber die Versuchung ist doch immer noch sehr, sehr stark. Ja, wir haben oft eine große Versuchung, Dinge zu tun, die eigentlich nicht gut für uns sind. Und ja, dann stellen wir uns mal vor, ne? Ich habe eine Flasche Cola vor mir zu stehen. Und ich denke mir, oh, ich möchte so gerne diese Cola trinken. Aber ich möchte doch abnehmen. Oh, ich möchte die Cola trinken, aber eigentlich möchte ich sie nicht trinken, weil ich ja abnehmen möchte. Und jetzt sagt Tony Robbins, versuche das Bedürfnis zu verstärken. Ja, eigentlich etwas, was wir nicht wollen. Aber wenn wir es verstärken, dann wissen wir auch, dass wir es kontrollieren können. Und wir wissen auch, warum wir diese Cola so gerne haben möchten. Wir können uns vorstellen, oh, diese Cola, die ist richtig, richtig gut, weil sie schmeckt sehr süß und ich kann mir direkt vorstellen, wie ich die Cola trinke und dann ist sie sehr kühl und dann fließt das Getränk runter und ich fühle mich total gut und oh, und jetzt möchte ich sie noch mehr und noch mehr, noch mehr. Oh, und jetzt weiß ich, oh, ich kann es kontrollieren. Ja, es ist nicht einfach so, dass ich meinen Bedürfnissen ausgesetzt bin, sondern ich kann kontrollieren, was mein Bedürfnis ist. Ich kann mein Bedürfnis verstärken und ich weiß jetzt auch, warum ich dieses Bedürfnis habe. Ja, weil ich eben diese Kühle mag und ich weiß, dass ich den Geschmack sehr mag, ja, und deswegen habe ich dieses Bedürfnis. Und jetzt kann ich aber auch den anderen Weg gehen und ich kann versuchen, das Bedürfnis zu verringern. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, was ist, wenn jemand etwas Ekliges oder Unpassendes in die Cola macht. Ja, was ist, wenn jemand eine Zitrone ausquetscht? Was ist, wenn jemand Erbsen in die Cola macht? Ja, das ist eklig. Erbsen in Cola, na, sehr eklig, sehr eklig. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, oh, dann wie fühle ich mich, nachdem ich die Cola getrunken habe? Ich will doch abnehmen. Ich fühle mich dann wahrscheinlich sehr schlecht. Und wenn ich das weitermache, dann bin ich ganz dick. Und das will ich auch nicht. Und dann kann ich mir vorstellen, wie ist das, wenn ich noch dicker bin? Ja, und wenn ich weiter so denke, dann denke ich mir irgendwann, ach nee, ich will die Cola gar nicht mehr. Ah, ich will die Cola gar nicht mehr trinken. Uah, nee, nee. Und wenn ich diese Übung mache mit Getränken oder mit bestimmten Gerichten, die ich nicht mehr zu mir nehmen möchte, ja, mit Getränken, die ich nicht mehr trinken möchte, mit Lebensmitteln, die ich nicht mehr konsumieren möchte, die ich nicht mehr essen möchte, dann kann ich mich darauf trainieren, bestimmte Dinge gar nicht mehr zu wollen. Okay, wenn ich diese Übung mache, dann
will ich am Ende das gar nicht mehr essen. Und dann wird es ganz einfach, Gewicht abzunehmen. Ja? Ich denke, man braucht auch gar keine Diät zu folgen. Ich glaube, wenn man nur sehr bewusst isst und keine Cola mehr trinkt und keine Fanta mehr und so weiter, dann wird man schon Gewicht abnehmen. Ja? Einfach nur dadurch, dass man bewusst isst und dass man auf seinen Körper hört und was der Körper braucht und so weiter. Aber oft haben wir diese Versuchung, bestimmte Dinge zu essen oder bestimmte Getränke zu trinken, die nicht gut für unseren Körper sind. Ja? Ab und zu ist das vielleicht in Ordnung, aber wenn ich ganz viel Cola trinke oder wenn ich jeden Tag eine Pizza esse, dann ist das nicht gut für meinen Körper. Und wenn ich mir in meinem Kopf vorstelle, okay, was macht diese Versuchung so stark? Ja, warum möchte ich diese Dinge so gerne essen? Und wenn ich mir vorstelle, okay, was müsste passieren, damit ich dieses Gericht nicht mehr essen möchte? Oder damit ich andere Dinge mehr mag. Ja, wenn ich mir das überlege, dann kann ich schon sehr gut meine Gewohnheiten ändern. Und darum geht es ja. Ja, also wenn ich langfristig Gewicht abnehmen möchte oder wenn ich langfristig fitter sein möchte, dann sollte ich meine Gewohnheiten verändern. Und wenn ich meine Gewohnheiten verändert habe, dann bleibt das auch so. Dann bleibe ich auch fit. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!